Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Juhu, der Bossfight. Ja, ich bin gespannt, wie viele Anläufe ich brauche. Das hier ist jetzt Nummer 2 praktisch, also Nummer 1 in dieser Folge. Ich werde mal mitzählen. Ich werde es bestimmt ein wenig abkürzen für euch. Was für ein Arsch. Nochmal was für ein Arsch. Okay. Ah ja, okay. Das ist dann der Gegner, der kommt. Das hatten wir ja schon. Wow, juhu. Okay, und weiter geht's im Takt. Aber wir haben ja natürlich echt noch nicht viel geschafft. Ich traue mich an den noch echt nicht ran, ne? Aua, ja, das hätte ich an seiner Stelle allerdings auch gemacht, so blöd, wie ich da gerade reingelaufen bin. Ja, das ist irgendwas, wo man wenigstens ihn treffen kann. Ich kann ja nicht immer nur auf diesen einen Moment warten, wo ich auf ihn raufhauen kann. Doch. Das kriegen wir den nächsten. Komm her. Gut. Boah, ey, das kann ja nicht sein. Wie weit darunter soll ich das denn noch stellen? Das ist, ja. Das Problem ist auch, dass mein Mann in den blöden Videoeinstellungen da Einstellungen macht, dass er sagt, er braucht einen Neustart. Also ich jedes Mal aus dem Spiel wieder raus. Kannst du nicht mal mit dieser Scheiße da aufhören? Was, vielleicht ist es vielleicht besser, wenn ich ihn nicht anversiere in dem Moment? Ja, 3 Stunden später. Ja, geil. Jetzt bringt er schon wieder einen neuen Freund. Ne? Neuer Freund? Ja, klar. Boah, Ruckel. Aber das, bei denen ruckelt das auch immer echt extrem. Also mir als ob irgendwie... Naja. Soll sich ja nicht beklagen. Der Commander ist ein Armleuchter. Oh, ich komme gar nicht an den Rand. Wann soll ich den denn hauen? Kriegt einen Drehwurm. Wie schaut es bei euch aus? Da kann ich ihn hauen. Yay, wir haben gleich die erste Phase erledigt. Haben auch nur noch einen Trank. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht ausweichen sollen. Oh. Kann ich ihn da hauen? Kann ich nicht. Wo ist er denn? Da. Der war meterweit von mir weg. Wie hat denn der mich getroffen? Das geht doch gar nicht.
Gut, tot. Wir sind nicht weit gekommen. Ich muss auch, ja, ich muss leider nochmal in die Grafikeinstellung gehen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Also ich mache jetzt hier einen... Ja, gut. Nächster Versuch. Also es ist schon ein bisschen sehr irritierend, wenn das so sehr ruckelt, dass man praktisch nicht mehr richtig ausweichen kann. Und es ruckelt immer noch. Also es ist... Scheiße, das war ja die Attacke, ich erinnere mich. Ja, aber wie soll ich denn da an den rankommen? Ich meine, und ich bin ja schon leichte Rüstung, ich bin ja schon fix. Jetzt mal ein bisschen stiller. Wieder diese blöde Attacke, bei der ich auch nichts machen kann. Geil. Ja. Drei. Da liegen unsere Seelen. Da würde ich ganz gerne ja hin. Jetzt zum Beispiel. So, weiter geht's im Text. Wo kommt er denn? Da kommt er. Sag mal! Oh, weil ich schon wieder diesen scheiß Handschuh ausgerüstet habe. Mann. Also nicht ich habe den ausgerüstet, sondern dieses blöde Spiel rüstet den alleine aus. Geil. Komm, hock dich hin. Ja, schlag mit deinem Schild. Nee. Da traue ich mich nicht dazu zu hauen. Da kann man noch mal kurz einsetzen. Wow. Da kann man definitiv keinen setzen. Wenn ich so weit weg bin, machst du das, ja? Das ist aber auch echt seine Lieblingsattacke, oder? Schnell genug wieder. Mist, ey.
Wo ist er denn? Ah, jetzt kommt schon der Schneller, okay. Nicht so gut. Puh, wir trinken mal fix einen Schluck. Oh, ey, das ruckelt echt was zusammen. Ich hoffe, dass es denn, wenn man wieder irgendwie irgendwo drin ist, dass es denn nicht mehr so schlimm ist. Ist ja auch Rätselraten hier, von wo die Viecher kommen. Gleich nochmal. Okay. Wow, gut. Weiter jetzt im Text. Und wir drehen uns lustig, fröhlich im Kreis. Ah, shit. Nicht gut. Nicht gut. Da traue ich mich nicht ranzugehen bei denen. Da hau ich eh nicht ruhig rauf. Oh. Da hinten ist er wieder. Uiuiui, das war aber... Nein! Knapp! Scheiße! ja... ich würde sagen, jetzt folgt sogleich Versuch... Ich weiß es nicht, 5 oder 6? Meine Chance. Eine schwere Attacke macht auch nicht mehr Schaden als die leichte. Komm her. Wow, was war denn das? Das hat aber... Okay. Wow. Coole Sache. Was auch immer das gerade war. Wahrscheinlich irgendwie ein kritischer Ausweichtreffer oder so. Aber wir müssen auch unsere Seelen holen. Fällt mir da gerade auf. Wo sind sie denn? Hier sind sie. Oh, jetzt bin ich zu nah. Nee. Wenn ich jetzt mal nochmal hinsetzen würde, würde ich das ziemlich cool finden. Puh. Ach komm. Ah, nein, nicht so. Okay.
Das bringt ja auch eine wahnsinnig große Menge offensichtlich. Den Gauntlet da zu nutzen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, aber habt ihr gesehen, wirklich viel gebracht hast, dann hat es jetzt gerade auch nicht so wirklich. Ja, mal komm, mach. Also ganz ehrlich, es dauert ja Jahre, bis ich den runter habe. Ja, das. Also Reden wird hier offensichtlich sofort bestraft mit, Aua. Mit einer sofortigen Trefferattacke. Weil ich da denn offensichtlich nicht konzentriert genug bin. Schauen wir nochmal rauf. Nehmen. Also jetzt haben wir noch einen Heiltrank. So. Oh ja, wir haben wieder mal ein Stückchen geschafft. Ist genau das, was wir wollen von dir, Junge. Oh, also ich bin sehr, sehr angespannt gerade. Ja, mir macht das aber tatsächlich, also auch wenn es jetzt natürlich schwer ist und ich mich natürlich auch so ein bisschen durchquäle. Macht das trotzdem Spaß, also auch das so ein bisschen so das auszuprobieren, wie die so funktionieren und so. Das macht schon wirklich Gaudi. Schön wäre es natürlich jetzt noch, wenn es wie gesagt nicht so ruckeln würde, weil das nervt mich ehrlich gesagt total. Na. Komm. Zwei Punkte, yay. Oha. Ach ja, das Übliche, das kennen wir ja schon. Komm, setz dich hin. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich vergesse dann immer hinzulaufen, weil ich mir dann eigentlich ja noch was tun könnte, aber ich vergesse es immer. Aua! Das war aber eine Backpfeife hier. Ach, scheiße, ich nehme Trank. Weil ich eine Lusche bin, nehme ich einen Trank. Komm. Ja, und schwingen. Kein Schwung, nur schwingen. Und schwingen. Ich krieg einen Drehbogen. Und Pieks. Und schwingen. Und schwang. Ja, so ist fein. Sehr schön. So, damit haben wir gleich das Problem, dass wir gleich nämlich genau jetzt, zwei dieser Fuzzis bekommen. Und deswegen werden wir den einen hier auch gleich hier vorne abfangen. Weil der andere ja nämlich langsamer ist als der hier.
können wir aber natürlich auch nicht immer machen. Aber es ist vielleicht gar keine unclevere Idee tatsächlich. Da rüber zu laufen und den dann praktisch abzuholen. Weil das ist ja das Schnelle, dass man den dann praktisch zuerst erledigt. Und schwing und schwung. Komm schon. Und schwing und schwung. Und ab in den Boden mit dir. Sehr schön. Puh. Und schwing und schwung. Ja, so lernt man die Bewegung auswendig. Schwingen und Schwung. Und schwing und Schwung. Und Gegner. Wir holen wieder den von hier hinten ab. Was ist das denn mit dir hier? Komm! Wow, okay, der zweite. Oh shit. Nein! Oh Gott. Oh. Meine Fresse, das Problem ist echt, wir haben nur noch einen Heiltrank, ey. Ich darf es jetzt echt nicht versemmeln, ne? Und schwing und schwung. Und Schild. Sehr schön. Und schwing und Schwung. Na, ah, nee. Da. Ja, nee. Geh mal weg da. So, wir brauchen den hier. Komm mal her, Schatzi. Numero uno. Ich frage mich, ich komme dann in der nächsten Phase echt Reihe. Dann haben wir echt eine Arschkarte. Ja. Wer gerade mein Gesicht sehen würde, ich bin echt schwingen und Schwung. Nein, und kein Schwung, aber ich bin echt angespannt jetzt gerade. Wir sind natürlich schon wirklich weit. Geil. Aua! Und schwing und Schwung. Uiuiui, das sieht aber so gut aus jetzt gerade. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Yes, yes. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, da fällt dann echt mal so schön der Stein vom Herzen, das ist fantastisch. Commander. Yay!
Ah, ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Sehr schön. Dann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken auch nur fix, was wir bekommen. Commander Shield, Arrowhead, Fist. Oh, sind nochmal die Krallen. Wir. Ja, wir schauen mal schon jetzt nochmal rein, oder? Guck mal ganz kurz. Scratch hatten wir, Arrowhead. Zwei Schaden? Ehrlich? Jetzt? Da sehen die anderen erstens cooler aus und sind auch noch irgendwie ein bisschen besser, glaube ich. Oh, na gut. Ja, gleiches Spiel wie vorher. Wo ist da mein Monster? Vier. Oh. Was ist die Axt? Geht auch auf Kraft. Ich glaube, wir machen echt auf Kraft. Kraft und Ausdauer und irgendwas. Und ein bisschen Magie machen wir auch noch, glaube ich. So, okay. Ja, gut. Ich würde jetzt tatsächlich, wenn ich da jetzt... Wieso habe ich jetzt die Axt ausgerüstet? Wieder. Ich würde jetzt zum Speicherpunkt zurückgehen. Und dann hier ein Folgenende machen, also beziehungsweise, ja, ein Folgenende. Ich werde es ein bisschen zusammenschneiden. Ich habe jetzt, damit ihr die Relation wisst, ich habe eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ohne den allerersten Versuch, der in einer anderen Folge schon drin war. Also es geht noch, aber ich glaube, ich muss auch echt nicht euch die komplette halbe Stunde lang antun für den einen Boss. Ich werde das alles in eine Folge kürzen und dann geht, ja, dann geht es nächste Woche, nicht nächste Woche, nächste Folge. Ihr merkt, ich bin immer noch ganz aufgeregt und ganz hibbelig. Weil ich das geschafft habe und Scheiße. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Geduld und Däumchen hoch bitte und kommentiert fleißig und dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi!